Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Das waren natürlich jetzt beeindruckende Reden, die ich genossen habe. Und Frau Kollegin Vogt, Sie, anders als ich, sind Sie ja nicht im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Also ich habe das Gefühl, dass wir Meilensteine tatsächlich gemacht haben, was Tierschutz angeht. Das stand immer im Fokus auch unserer gemeinsamen Politik, die wir gemacht haben. Wir haben selbstverständlich einen Fahrplan verabredet. Wir haben als Ausschuss auch noch mal jetzt diese Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die auch ein Meilenstein ist für den Tierschutz. Und denken Sie immer daran, wenn Sie auf jemanden zeigen, vier Finger zeigen immer auf Sie zurück. Ich persönlich habe das Gefühl, hier ging es nicht darum, einen fachlichen Beitrag von Ihrer Seite zu liefern. Wahrscheinlich haben Sie sich mit Ihrem Kanzlerkandidaten beraten, der nach drei verlorenen Landtagswahlen, sage ich mal, bricht so ein bisschen Panik aus. Oder muss man jetzt, sage ich mal, so einen Strategiewechsel wahrscheinlich vornehmen? Es ist eigentlich schade, sage ich mal. Sie wissen ja, dass wir wirklich weitergekommen sind. Es ist schade, dass Sie das nicht auch mal voranstellen. Und Frau Kollegin Maisch, Sie haben ja nun auch, ich will das nicht alles wiederholen, was die Staatssekretärin eben gesagt hat. Sie hat ja den Antrag eingeführt und ich kann das auch nur noch mal unterstützen. Ich will das gleich zusammenfassen, vielleicht auch noch mal sagen. Wir machen ja wirklich Fortschritte hier in Sachen Tierschutz. Aber Sie haben einen Erschließungsantrag vorgelegt, also das staune ich. Er steht natürlich absolut, sage ich mal, in der Reihe Ihrer wissenschaftlichen Expertisen, die Sie immer schon vorgelegt haben hier. Also Sie haben uns ja mal gesagt, Glyphosat haben Sie in der Muttermilch gefunden. Die ganze Republik haben Sie verrückt gemacht. Wir haben dann festgestellt, Versuchsansätze falsch, Quatsch. Dann haben sie den Leuten gesagt, Glyphosat im Bier. Da hat man festgestellt, man muss, glaube ich, 1000 Liter pro Tag trinken. Alles Quatsch, was sie gemacht haben. Jetzt legen sie einen Entschließungsantrag vor und sagen den Leuten, das ist unüblich, dass Kälber tierische Fette aus der eigenen Art aufnehmen. Das stimmt ja auch nicht, was sie in diesem Antrag schreiben. Oder sind tierische Fette nicht auch in der Milch, die die Kälber von ihren Müttern sozusagen bekommen? Es ist doch keine Form des Kannibalismus. Das verschweigen Sie natürlich den Leuten, weil es nicht passt. Sie können das plakativ nicht nach außen bringen. Es passt nicht in so eine Strategie bei Ihnen rein. Und natürlich stimmt das auch nicht, dass die Tiere plötzlich Rinderfett bekommen, sondern sie bekommen ein ausgewogenes Futter. Und in diesem Futter ist selbstverständlich auch die Milch drin. Und ein Futter wird ja, hinten sitzt Herr Ostendorf, der könnte das wahrscheinlich als Bauer, wie er immer sagt, viel besser erklären als ich, denn ich bin ja Kaufmann. Aber ich weiß natürlich, dass eine Kälbermilch aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Und da ist selbstverständlich sind die Rohstoffe der Milch dann natürlich drin. Wir nehmen doch aus der Milch bestimmte Bestandteile heraus, geben Milch und Molke selbstverständlich in das Futter auch hinein. So, also insofern, wie gesagt, läuft doch auch dieser Vorwurf da völlig ins Leere. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ethisch bedenklich, natürlich. Aber wir haben hier eine fachliche Expertise vorliegen, um die geht es doch. Und es geht ja nicht darum, etwas neu zuzulassen, etwas neu einzuführen, sondern Fette waren in der Verfütterung immer zugelassen bis zur BSE-Geschichte. Wie sagte jemand so schön, als die Grünen mit den Birkenstocks noch zu den AKW-Demos gegangen sind. Da bereits, sage ich mal, wurde natürlich eine Fettverfütterung gemacht. Und die wurde dann ausgesetzt und verboten wegen der BSE. Herr Kollege Malberg, das ist jetzt gerade eine gute Stelle, Sie zu fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen Ossendorf gestatten. Bitte schön. Ich kann leider nicht mit einer Frage antworten, aber schön, dass Sie gestatten, dass ich Ihnen versuche, den Horizont zu erhellen. Das kann ja manchmal helfen. Also, Herr Malberg, jetzt hören Sie zu. Es geht nicht darum, das ist in der Biologie so vorgegeben, dass das Kalb die Milch der Mutter zu sich nimmt, um zu wachsen, um zu gedeihen. Darum geht es nicht. In diesem Antrag geht es darum, dass Rinderfette zukünftig wieder zugelassen werden. Wenn Sie es gelesen hätten, hätten Sie es auch verstehen können eigentlich, zugelassen werden als Milchersatzstoff. Es geht um Milchersatzstoffe, um die sogenannten Milchaustauscher, MAT in Kürzel genannt. Dort fanden sich solche Fette wieder. Dieses war mit dem Ausbruch der BSE-Krise beendet worden, weil man eben sagt, das Risiko steigt, wenn ich aus der eigenen Art praktisch kannibale Fütterung mache. Das ist die Erkenntnis aus BSE gewesen. Deshalb hat man sich entschlossen, und das waren nicht immer nur grüne Bundesregierungen, waren wir ja nie, wir waren zusammen mit der SPD, aber es gab auch in ihrer Zuständigkeit ein großes Übereinstimmen, dass wir den Tieren
nicht in der eigenen Art Stoffe zur Verfütterung, wo sie es nicht merken, wo sie es nicht selber entscheiden können, unterjubeln. Das ist die Erkenntnis, die hätten Sie aber auch gewinnen können. Also ich hoffe, dass Sie das zur Kenntnis nehmen, das wäre sehr schön. Ich nehme das gerne zur Kenntnis, aber nochmal, Herr Ostendorf, ich muss darauf hinweisen, es ist der Art entsprechend. Herr Ostendorf, Sie müssen schon stehen bleiben, bis der Kollege Malberg da Stellung zugenommen hat. Ja? Er hat ja gar keine Frage gestellt, also insofern. Ja, aber ich will mal weiter in der Redezeit. Um Gottes Willen, nein. Also, um es noch mal deutlich zu sagen, natürlich werden arteigene Fette aufgenommen vom Kalb über die entsprechende Muttermilch, selbstverständlich. Und das verschweigen Sie einfach in diesem Antrag. Sie lassen einfach Fakten weg. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist ja der entscheidende Punkt hier. Das ist selbstverständlich. Und wir haben mal Folgendes gemacht. Sie können ja diesen Kannibalismusvorwurf, den können Sie gar nicht aufrechterhalten, wenn Sie, sag ich mal, diesen Punkt natürlich hier mit anführen würden. Aber den lassen Sie ja bewusst weg. Und das ist ja die Fehlinformation, die Sie den Menschen auch geben. Und wir haben mal Folgendes gemacht, weil ich finde, man sollte ja auch immer mit Fachleuten sprechen. Also wir haben genauso wie wir haben ja auch hier entsprechend, und deshalb reden wir über die Zulassung auch dieser Fette wieder, wir haben ja hier Expertisen bekommen von entsprechenden Instituten, zum Beispiel vom WFR. Da bin ich übrigens ganz überrascht, dass Sie das offensichtlich akzeptieren. Sie bekämpfen das BFR ja sonst eigentlich immer, wenn Sie hier am Rednerpult stehen. Aber scheinbar haben Sie mit der fachlichen Expertise in dem Fall ja kein Problem. Und die sagen, ja, also aus gesundheitlichen Gründen, aus Verbraucherschutzgründen, Zulassung gar kein Problem mehr. Deshalb machen wir das ja hier auch entsprechend. Und dieses Produkt wird ja auch gebraucht in der Industrie. Sie brauchen ja Fette, um die Milchaustauscher herzustellen. Die Alternative, Ostendorf, die kennen Sie doch. Sie können auch Palmöl verwenden, sage ich mal, weil Sie das brauchen. Und wie erklären Sie das den Leuten? Statt Ressourcen schon zu arbeiten, wie wir das hier tun, sage ich mal, lieber Palmöl verwenden, das kann ja auch nicht Ihre Strategie sein. Also es ist so ein bisschen, wie gesagt, unverständlich, was Sie sagen. Aber wie gesagt, Fachleute haben wir einfach mal dazu befragt. Wir haben einen kleinen Rundruf gemacht und haben mal Professoren befragt für Tierernährung bei den tierärztlichen Hochschulen in Hannover, der TU in München oder der FU in Berlin und haben ihnen mal ihre Vorschläge vorgelegt. Und ich sage Ihnen mal, was die gesagt haben. Unsinn hoch drei oder völliger Quatsch. So, das ist das, was da entsprechend zusammengekommen ist als Ertrag. Und ich finde, es ist doch ein Grundprinzip unserer Arbeit hier. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute auch sagen, ich betrachte das nur aus einem ethischen Winkel. Aber das Grundprinzip unserer Arbeit ist doch, wissenschaftsbasiert hier auch zu arbeiten. Und wenn wir diese Expertisen vorliegen haben, dann ist das kein Quatsch, die Fette wieder zuzulassen, sondern es ist einfach dem Umstand geschuldet. Andere haben es hier auch bereits gemacht. Wir sind ja eigentlich nur noch die Ausnahme, die es nicht tun. Ressourcenschonend zu arbeiten und wie gesagt, den Stand der Wissenschaft entsprechend, sage ich mal, unsere Gesetze hier auch zu formulieren. Und genau das tun wir hier an dieser Stelle. Und das ist auch absolut richtig, was wir hier machen. Herr Kollege Malberg, gestatten Sie auch noch eine Zwischenfrage der Kollegin Reisch? Ja, Natter. Bitte schön. Jetzt haben wir gar keinen Dialog hier im Parlament. Nein, es ist auch die letzte Zwischenfrage, die ich Ihnen jetzt... Herzlichen Dank. Also natürlich könnte man auch fragen, ob es nicht eine Option wäre, den Kälbchen einfach Milch zu geben. Aber so weit will ich ja hier gar nicht gehen. Ich möchte Sie fragen, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben verschiedene Professoren gefragt nach einer fachlichen Bewertung unseres grünen Antrags und haben das Urteil, das Sie eben vorgetragen haben, bekommen, Unsinn hoch drei. Dürfte ich Sie bitten, die Quelle zu nennen, vielleicht mit Namen? Jetzt habe ich es gerade gesagt. Wir haben das erfragt bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, der TU München und der FU Berlin. Entschuldigung. Also immer bei den Institutsleitungen selbstverständlich haben wir nachgefragt. Ja. Ja, also wenn ich Ihnen das hier vortrage, haben wir es auch gemacht. Das ist jetzt kein, ist jetzt nicht ein Fake oder sowas. Ja. Also. So, jetzt darf... Einige waren also darauf, dass jetzt der Kollege Malberg das Wort hat. Ja? Danke, Frau Bitte schön. Also, wir haben hier einen entsprechenden Gesetzesantrag vorgelegt, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion. Und ich finde, wenn ich das bei uns nicht. Also, und wenn ich das vielleicht zusammenfassend noch mal sagen darf, es geht ja hier auch nicht nur jetzt um die Frage der Zulassung der Fette, sondern auch um andere Dinge. Wir haben das ja eben auch schon in den verschiedenen Redebeiträgen gehört. Ich finde insgesamt abschließend ist das wirklich ein absolut guter Tag für den Tierschutz, weil wir nämlich erstens ein Pelztierhaltungsverbot mit einem entsprechenden Erlaubnisvorbehalt auf den Weg bringen, um hier Tierschutz auch in diesem Bereich sicherzustellen. Zweitens
Wir sorgen dafür, dass hochträchtige Tiere nicht mehr geschlachtet werden, um unnötige Schmerzen und Leiden bei Föten zu vermeiden. Schafe und Ziegen, da haben wir eine Ausnahme. Wir haben das eben auch entsprechend gehört. Und ich finde auch, aber ich glaube, da sind wir uns auch einig mit der Bundesregierung, da muss weiter geforscht werden in diesem Bereich, damit wir auch hier zu praktikablen Lösungen kommen. Und drittens, wir heben das Verbot auf tierische Fette an Wiederkäuer zu verfüttern, da diese BSE-Schutzmaßnahme, da bin ich völlig mit Ihnen einig, Herr Ostendorf, nach dem aktuellen Wissensstand absolut unbegründet ist. Und deshalb bitte ich Sie, meine Damen und Herren, nach der schönen Diskussion, die wir jetzt auch hatten und dem Dialog, auch unserem Vorschlag, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt Christina Jans-Hermann das Wort für die SPD-Fraktion.